EA Games. Challenge everything. Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe ya vor kurzem schon mal das CT6L 2012 angefangen zu Let's Playen. Ich finde das Spiel an sich nicht schlecht, aber naja, nicht wirklich perfekt. Und da habe ich mich dazu entschlossen, mal wieder ein altes Spiel auszupacken. Und zwar SimCity 4, wie ihr gerade gesehen habt. Das Spiel ist natürlich schon ziemlich alt, ich glaube 8 Jahre ungefähr. 7,5. Und ich habe das auch schon mindestens 5 Jahre nicht mehr gespielt. Also verzeiht mir bitte, wenn hier nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Falls ihr dennoch wollt, dass ich CT6L weiterspiele, mache ich das natürlich auch gerne. Ich habe leider nicht allzu viel Feedback bekommen, deswegen habe ich das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt und wollte jetzt SimCity 4 Let's Playen. Ja, stellt sich natürlich noch die Frage, wie EA drauf reagiert. Eigentlich ist EA bei sowas immer relativ kulant. Ich warte noch auf eine Antwort bezüglich der Lizenz. Gut, aber jetzt wollen wir einfach mal hier loslegen. Wie ihr seht, schön 16:9. Ich habe das entsprechend eingestellt. Man kann mit einem entsprechenden Startparameter das Spiel auch in 16:9 starten, obwohl es normalerweise, ich zeige euch das kurz hier im Optionsmenü, nur diese 4 Auflösungen unterstützt, was ein bisschen mickrig ist. Aber ich will jetzt natürlich eine schöne 16:9 HD-Auflösung und das geht über die Startparameter. So, jetzt gucken wir erstmal, was haben wir noch alles. Wir lassen erstmal alles so stehen, wie es ist in den Einstellungen. Was haben wir hier? Fotoalbum und Kameramodus. Na gut, okay. Wollen wir alles nicht, wir wollen einfach direkt loslegen. Und das erste, was wir machen, ist natürlich das Tutorial. Also, hier haben wir natürlich noch nichts, keine Bewertung und so. Wir haben 100.000 Simoleons oder wie auch immer diese komische Währung heißt. Keine Einwohner, nichts, ist halt, wie gesagt, alles ganz frisch neu wieder installiert. Ich hatte es bis jetzt auf dem Rechner hier noch nicht drauf. Ja, legen wir einfach mal los. Gut. Willkommen im ersten Schritt Tutorial. Dieses Tutorial bietet eine schrittweise Einführung in das Leben als Bürgermeister deiner eigenen Stadt. Ja, genau da will ich hin. Das Tutorial zu den Themen Geländebearbeitung, Geld verdienen, Großstadt und Rush Hour sind ebenfalls in der Timbuktu-Region verfügbar. Wenn du schon weißt, wie man eine Stadt auf die Beine stellt, dann versuche es doch mit einem der anderen Tutorials. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht, denn wie gesagt, es ist locker 5-6 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Gehen wir mal weiter. So, Übersicht. Erst bekommst du einen Überblick über das Spielinterface, dann lernst du, wie man eine Stadt von Grund auf errichtet. Das Spiel untergliedert sich in 3 Modi, die wir kurz erklären wollen. Gott-Modus, Bürgermeister-Modus, Mein-Sim-Modus. Klicken wir mal hier auf Gott-Modus. In diesem Modus kannst du weltbewegende Dinge tun, zum Beispiel Berge und Täler erzeugen, Städte erschaffen oder zerstören, den Tag zur Nacht machen oder Katastrophen heraufbeschwören. Fahre mit dem Mauszeiger über einen Button in der senkrechten Werkzeugleiste und lass ihn dort einen Moment ruhen. Es erscheint ein Tooltip mit zusätzlichen Informationen. Fahre über alle Buttons, die du hier siehst, um mehr über die Option zu erfahren. Klick auf Bürgermeistermodus, um fortzufahren. Okay, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Stadt auflösen. Okay, alles klar, damit ist die Stadt dann weg, ne? Ränder angleichen. Benutze dieses Werkzeug, um die Geländehöhe dieser Stadt mit der der Nachbarstädte anzugleichen. Das macht unter Umständen Sinn. Man muss ja auch Straßenverbindungen in andere Städte bauen. Von daher ist das vielleicht nicht verkehrt, das am Anfang direkt mal zu machen. Katastrophen erstellen. Klicke hier, um die Katastrophenoptionen einzublenden. Tag- und Nachtzyklus verändern. Okay, da kommt die Zeit mit. Alles klar, wir gehen weiter in den Bürgermeistermodus.
Bürgermeistermodus. In diesem Modus befindest du dich die meiste Zeit des Spiels über, denn hier richtest du Zonen ein, gestaltest Verkehrsnetze, sorgst für Wasser sowie die Stromversorgung und baust Stadtgebäude. Fahre mit der Maus über die verschiedenen Buttons, um herauszufinden, was du im Bürgermeistermodus alles tun kannst. Weitere Details erfährst du später im Tutorial. Okay, also Landschaftswerkzeuge, pflanze Bäume und füge deiner Stadt einige Hügel oder Täler hinzu. Natürlich bedeuten das Schaufeln von Erde und die Bepflanzung weitere Kosten für die Stadt. Ja, okay. Zonenwerkzeug. Bestimme die Zonen deiner Stadt als Wohn-, Gewerbe- oder Industriegebiete. Wähle eine Zonenart und ziehe die Maus über einen Bereich der Stadt. Die Zonen beinhalten automatisch kleinere Straßen und eine unterirdische Stromversorgung. Verkehrswerkzeuge. Klicke hier, um die Option zum Erstellen eines Verkehrsnetzes in deiner Stadt zu öffnen. Hier kannst du Straßen- und Eisenbahnschienen sowie Flug- und Seehäfen einrichten. Okay. Klicke hier, um die Optionen zu sehen, die du zum Einrichten der wichtigsten öffentlichen Versorgungssysteme in deiner Stadt benötigst. Energie ist vor allem ein Muss. Aber auch Wasser und die städtische Reinigung dürfen deiner Stadt nicht fehlen, wenn sie wachsen soll. Ja, macht Sinn. Wer will schon im Dreck wohnen, ne? Klicke hier, um die Option für die Einrichtung von Dienstleistungen und Gebäuden einzusehen, die für die Zukunft der Stadt wichtig sind. Hier kann alles von Polizeirevieren bis hin zu Schulen oder Belohnungen gefunden werden. Alles klar, da haben wir dann halt die Stadtwerkzeuge. Gut. Mein-Sim-Modus. Mein-Sim. In diesem Modus kümmerst du dich um die Sims auf der Straße, und zwar aus nächster Nähe. Du kannst einen Sim in ein Haus einziehen lassen, um so seine Meinung zur Lage in der Nachbarschaft einzuholen oder um einfach sein Leben mitzuverfolgen. Frag einfach einen beliebigen Sim auf der Straße, wie es ihm so geht, indem du das Mikrofonwerkzeug benutzt. Du kannst auch die Kontrolle über ein Fahrzeug übernehmen und damit eine Spazierfahrt durch die Stadt machen oder eine Mission übernehmen. Okay? Alles klar. Steuerung des Tutorials. Du kannst dieses Tutorial jederzeit beenden. Ja, das denke ich mir. Wenn du die Tutorials verlässt und sie zu einem späteren Zeitpunkt benutzen möchtest, werde einfach ein Tutorial zurücksetzen. Alles klar, weiter. Wo fangen wir an? Die Stadt wurde gegründet und du bist der Bürgermeister. Du bestimmst die Aufteilung deiner Stadt. Du gibst vor, wo deine Sims leben, arbeiten und einkaufen. Du kannst außerdem Stadtgebäude wie Kraftwerke und Schulen errichten. Du hast einen Vorrat an Geld und ein schönes Gelände. Mache daraus eine blühende Metropole. Aber womit solltest du anfangen? Legen wir zuerst Gebiete an, in denen die Sims leben können. Alles klar. Gehen wir in den Bürgermeistermodus. Um etwas Land für Wohnhäuser einzugrenzen, klicke auf die hervorgehobenen Buttons und wähle schwach bebautes Wohngebiet. Alles klar, okay, wir sollen schwach bebautes Wohngebiet bauen. Okay, probieren wir das einfach mal. Da haben wir es. Schwach bebautes Wohngebiet. Alles klar. Okay, das soll ich jetzt wohl auf der Größe hier ziehen. Ich lese einfach nicht immer alles vor. Nur wirklich wichtige Sachen, denke ich. Was soll das? So, WHI-Zonen und Stadtgebäude. Großartig, du hast ein erstes Wohngebiet, Abkürzung W angelegt. Wenn Gebäude von allen erreicht? Nein. Wie du gleich sehen kannst, wirst du fertige Stadtgebäude wie Kraftwerke und Schulen platzieren. Nicht vergessen. Gebäude in den Zonen werden von allein gebaut, wenn alles Nötige vorhanden ist. Okay, brauchen Strom. Sehe ich ein. Haben wir hier Strom und ein Kohlekraftwerk. Ja, das macht Sinn. Machen wir das direkt ins Wohngebiet. Naja, was soll's, wenn die das unbedingt wollen. Alles klar. Und schon ziehen die Leute an. Sind wir eigentlich auf normaler Geschwindigkeit? Das kommt mir alles so schnell vor. Vielleicht wurde es auch gerade nur vorgespult. So, Industriegebiet. Ja, genau. Jetzt brauchen wir noch ein Industriegebiet. Durchschnittlich. Ah, das Schwache ist Agrar, genau. So, machen wir ein bisschen weiter weg davon. Jetzt haben wir natürlich mal wieder keine Straße. Ja, Straßenbau. Alles klar, bauen wir mal eine Straße. Landstraße. Ah, oh, es gedrückt halten. Alles klar. Klick. So, jetzt wird ein Sträßchen gebaut, wa? Ich find's lustig. Das gefällt doch. So macht der Spaß. Okay. Industriegebiet ohne Strom. Ja, das stimmt. Ach, jetzt will er einfach ein Gewerbegebiet dazwischen bauen und dann... Ha,
jetzt auch mit Strumpf gesagt. Klar, so kann man es auch machen. Gut. Ansicht vergrößern. Ja, das kann ich auch mit der Maus. Warum soll ich hier? Ja, egal. Okay, weiter. Scrollen, zentrieren. Bla bla bla. Über die Stadt, hatte bei die rechte Maustaste gedrückt und ziehe. Ja, okay, alles klar. Kein Ding. Okay. Geschwindigkeitsregler bestimmen. Okay, Simulationsgeschwindigkeit. Schneckentempo, Normalgeschwindigkeit und Affenzahn. Ist klar. Ganz gemütlich im Schneckentempo. Ja. Lass uns das Spiel erstmal pausieren. Das Schneckentempo, das kommt mir irgendwie verdammt schnell vor. Naja, hier die Tage rasseln da auch durch wie sonst was. Na gut, Spiel ist pausiert. Ah, okay, nichts bewegt sich mehr. Ja. Schneckentempo? Ja, jetzt läuft es im Schneckentempo. Was hat denn der da eben erzählt? Okay. Bildung ist wichtig, ja. Eine Grundschule. Okay, dann brauchen wir einfach mal eine Grundschule. So, durch das Tutorial hier renne ich jetzt einfach mal ein bisschen durch. Denn wir wollen ja dann eine richtige Stadt bauen. Ich will nur erstmal selber wieder reinkommen und ihr sollt auch mal grundsätzlich sehen, wie es funktioniert. Andere Dienstleistungen müssen noch warten. Okay, ah, Feuer. Okay, alles klar. Wir brauchen eine Feuerwache. Ja, da unten brennt's. Wir bauen sie oben hin. Toll, kommt nicht dran. Das war klar. Und ich kann trotzdem den Feuerwagen darunter schicken, obwohl es nicht im Einzugsgebiet ist. Das ist gut zu wissen. Super, so Infos sind nicht schlecht. Ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern. Ja, was denn jetzt? Ist doch da, ist alles gut. Müssen wir jetzt warten, okay. Ja, jetzt hat er es geschafft. Alles klar. So. Du hast die Grundzüge des Städtebaus gemeistert. Denk dran, dass eine ganze Mannschaft von Beratern, die lernen wir diese Leute kennen. Berater. Was bist du denn für einer? Die Berater. Jeder Berater kümmert sich um einen anderen Aspekt des Lebens einer Stadt. Zeige mit der Maus eine Weile auf Berater und es erscheint ein Tooltip, dem du weitere Informationen zu jedem Berater entnehmen kannst. Dasselbe gilt für alle anderen Buttons im Spiel. Nicht vergessen, Tooltips und Berater sind wichtige Informationsquellen. Ja. Das ist der Stadtplaner. Frage während des Baus deiner Stadt ab und zu deine Berater, besonders wenn der Hintergrund ihrer Bilder rot wird. Das bedeutet nämlich, dass sie etwas, dass sie etwas Wichtiges zu sagen haben. Ja, okay, damit haben wir das Tutorial geschafft. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal ins nächste. Nächste Tutorial fortfahren möchtest, wähle in der Umgebungskarte die Stadt für das Gelände Bearbeitungstutorial. Ah, alles klar. Okay. Dann gehen wir zurück. Und schau mal. Geländebearbeitungstutorial. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich denke mal, das Tutorial mache ich jetzt noch. Und die anderen Tutorials machen wir dann im nächsten Take. Gehen wir erstmal hier rein. Geländebearbeitung. Okay. Ja, genau, Mutter Natur persönlich und hast du nicht gesehen. Ja, okay, das kennen wir schon. Lehrerlandschaft vornehmen, okay, alles klar, gut. Geländebearbeitung, gehen wir hier drauf, okay, hier haben wir Geländebearbeitung, da. Gut. Klicke mit der linken Maustaste und halte sie gedrückt, um einen Berg zu formen. Je länger du die Maustaste in der Stelle gedrückt hältst, desto höher wird der Berg. Ja. Sehe ich. Tipps dazu. Mit jedem Geländewerkzeug kannst du klicken und ziehen. Im Fall des Bergwerkzeugs bilden sich dadurch Gebirgskämme.
Wenn du den zu bearbeitenden Bereich verkleinern möchtest, halte die Steuerung-Taste gedrückt, solange du das Werkzeug verwendest. Wenn du den zu bearbeitenden Bereich vergrößern möchtest, halte die Umschalttaste gedrückt, solange du das Werkzeug verwendest. Umschalttaste. So, Shift. Ah, okay. Steuerung ist kleiner. Ah, das ist gut. Gut zu wissen. Ja, habe ich probiert. Alles toll. Mhm. Ja, damit können wir auch ein Tal ausheben. Und dann nehmen wir mal Steuerung, um es kleiner zu machen. Und dann ziehen wir hier ein Tal um so eine Verwurstzone. Also, ne? Dann können wir schon aufs Grundwasser. Okay, ist doch schön, ne? So. Geländeeffektwerkzeuge. Das kann man hier so alles machen. Erodieren, erodieren, toll. Ja, dann erodiert das ganze Gelände. Klicken wir nochmal drauf. Alles klar, Erosion ist immer toll. Leben in die Landschaft, Bäumchen. Hier pflanzen Bäumchen. Schön. Kann ich auch mit Shift und Steuerung? Ja, kann ich. So, Fauna. Ja, noch ein paar Viecher hier. Alles klar. Ja. Bisschen übertrieben, finde ich jetzt. Ja, alles klar. Viecher. Okay, aber was soll's. Du kannst bestimmen, wann es Tag und Nacht wird. Probieren wir das auch noch eben aus. Nacht. Nach Tagzyklus. Nur Tag. Okay, alles klar. Tag. Haben wir kapiert. Gottmodus, bla, findest du die Option Katastrophen erstellen. Haha. Tornado. Ja. Einfach mal da rein. Okay, so viel zu den Bäumen, so viel zu den Tieren und überhaupt. Ja, der, ja, der macht jetzt Party. Ränder angleichen. Okay, dieses Werkzeug hilft dir bei der Gestaltung der Region. Wenn du auf Ränder angleichen klickst, wirst du aufgefordert, deine Stadtgrenze an die Nachbarstädte anzugleichen. Hierdurch kannst du eine wunderschöne Region von Städten erstellen. Oh ne. Ja. Super. Geh mal raus. Und verlassen das Tutorial. Verlassen geklickt, oder? Ach so, okay, das wird während der Karte. Ja, das war jetzt super. Der ist direkt aus dem Spiel komplett rausgegangen, statt nur hier rein. Aber naja, was soll's. So, ja, aber ich würde sagen, das war's erstmal für die erste kleine Einführung. Es geht aber direkt weiter mit dem Geldverdienen-Tutorial. Spätestens morgen lade ich es dann hoch. Ja dann, ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt ruhig ein paar Kommentare. Bis jetzt gab es natürlich noch nichts Tolles zu sehen. War ja einfach nur hier dieses, diese ersten beiden kleinen Einführungen. Die sind ja ziemlich langweilig. Aber, ja, vielleicht geht es dann ja auch mal ein bisschen spannender zur Sache in den nächsten Tutorials und mit Sicherheit dann im richtigen Spiel. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.